Heute soll es um das Thema unverpackt bzw. plastikfrei einkaufen gehen, denn wir verbrauchen pro Kopf 38 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr. Und wenn man sich überlegt, dass Plastik ja eigentlich ziemlich leicht ist, ist es schon eine ganz schöne Menge. Und von dieser Menge können nur 15% wirklich recycelt werden. Also ich fand das sehr erschreckend, als ich das gehört habe. Dementsprechend finde ich es sehr wichtig, dass wir schon beim Einkauf darauf achten, dass wir wenig Verpackungsmüll mit in unseren Einkaufswagen tun. Und wie das gelingen kann, das will ich euch heute zeigen. Obst und Gemüse kaufen wahrscheinlich viele von euch im Supermarkt ein. Da gibt es ja nur teilweise unverpackte Lebensmittel. Aber da kann man sich trotzdem so die ein, zwei Sachen zusammensuchen. So zum Beispiel gibt es jetzt häufig einmal die Pakete, die schon irgendwie vorgefertigt sind an Äpfeln oder so. Und daneben sind dann die losen Äpfel. Also greift man dann einfach zu dem unverpackten Lebensmittel. Aber ansonsten gibt es auch die Wochenmärkte. Auf Wochenmärkten ist eigentlich alles unverpackt. Und da gibt es eine riesige Auswahl. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder auch in Bio-Supermärkten oder kleineren Bioläden, da gibt es auch sehr viel plastikfrei. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel auf dem Land wohnt und direkt einen Bauern, Bäuerin bei euch in der Nähe habt, dann könnt ihr einfach dort nachfragen, ob sie direkt auch auf dem Hof verkaufen oder vielleicht gibt es dort ja auch einen Hofladen. Und genau, also so viel zu Obst und Gemüse. Dann gibt es auch noch so trockene Sachen, wie zum Beispiel Nüsse oder Trockenfrüchte, die gibt es zum Beispiel in arabischen Supermärkten ganz gut. Und da haben die häufig so große Container und da könnt ihr dann auch mit euren eigenen Gefäßen hin. Oder auch auf Wochenmärkten, da gibt es dann so arabische Stände, wo die dann auch solche Sachen verkaufen. Genauso auch mit so Frischkäse, Quark und solchen Sachen, da könnte man auch seine eigene Dose hingeben. Dann Brot und Brötchen, die gibt es ja beim Bäcker und da kann man immer mit seinem Brotbeutel hingehen. Und es gibt ja auch im Supermarkt diese Selbstbedienungsabteilung und da müsst ihr auch nicht diese Tüte nehmen, sondern könnt einfach euren eigenen Beutel mitnehmen und dann die Sachen direkt dort reintun. Oder wenn ihr halt nichts dabei habt, das mache ich auch manchmal, dann nehmt es einfach auf die Faust, weil oft isst man das ja sowieso direkt und dann muss man jetzt keine Tüte nehmen für, keine Ahnung, eine halbe Minute oder so. Und dann solche Sachen wie Essig und Öl, die könnt ihr gut in so Feinkostläden bekommen, wo man sich das auch direkt abfüllen kann. Da verkaufen die ja meistens dann auch die Gläser noch mit. Aber dann könntet ihr direkt so eine eigene kleine Flasche mitnehmen und das dort reinfüllen lassen. Und dann natürlich die Unverpacktläden, wo es einfach alles gibt. Genau, und jetzt zeige ich euch noch, womit ihr denn ganz gut einkaufen gehen könnt. Und zwar gibt es natürlich diese Obst- und Gemüsenetze. Die sind ganz dünn und wiegen genauso wenig wie eine Plastiktüte. Die sind super und die gibt es auch eigentlich jetzt schon in jedem Supermarkt zu kaufen. Einfach bei der Obst- und Gemüseabteilung mal schauen. Da gibt es eigentlich jetzt immer so ein, ich glaube, die habe ich im Viererpack gekauft. Also die sind echt praktisch. Und dann gibt es noch das gleiche aus Baumwolle. Genau, so ein etwas festerer Stoff. Und bei denen ist das zum Beispiel ganz gut, dass hier gleich das Gewicht auch mit dran steht, dass das dann halt an der Kasse dann direkt abgezogen werden kann von meinem eigentlichen Einkauf. Und wenn ihr solche Netze noch nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch einfach das nehmen, was ihr vielleicht zu Hause da habt. Sowas wie Wäschenetze. Da kann man ja auch durchschauen und die sind auch sehr leicht. Also das wäre vielleicht auch nochmal eine Alternative. Für Brot und Brötchen gibt es solche Brotbeutel, aber wie gesagt, ihr könnt dafür auch die anderen Beutel nehmen. Also nutzt einfach das, was ihr habt. Und ich habe aber trotzdem immer noch eine Plastiktüte dabei. Das ist eine alte Plastiktüte, die ich immer wieder auswasche. Für dreckige Sachen oder feuchte Sachen, wie zum Beispiel Kartoffeln oder einen Salatkopf oder so, wo ich nicht möchte, dass es halt meine ganze Tasche dreckig macht. Und für trockene Sachen, wie jetzt die Trockenfrüchte oder ja, andere Sachen im Unverpacktladen zum Beispiel, könnt ihr jegliche Form von Dosen nehmen. Also zum Beispiel so eine Edelstahldose. Ihr könnt aber auch, habt ihr auch bestimmt zu Hause, auch so Plastikdosen nehmen. Bevor ihr irgendwas wegschmeißt, nehmt lieber die Sachen, die ihr habt, bevor ihr dann alles wegschmeißt und neu kauft. Oder
so für Essigöl zum Beispiel, so eine Glasflasche oder auch so Gläser. In Gläser könnt ihr auch eigentlich immer alles reintun, deswegen nicht gleich die Gläser wegschmeißen von, weiß ich nicht, Gurken oder irgendwelchen Bohnen oder so. Also die sind wirklich immer sehr praktisch. Genau, also ich hoffe, dass es jetzt schon mal euch ein bisschen weitergeholfen hat. Ich freue mich sehr, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was euch davon ja, weitergebracht hat, was ihr noch nicht wusstet. Oder auch, wie ihr selber einkauft, wie ihr versucht, Plastikmüll zu reduzieren. Und ja, vielleicht können wir uns da ein bisschen austauschen. Ich freue mich über euer Feedback.